Hast du da keine Lust, du bist hier völlig verkehrt. Da passiert ja was unten. Ich fahre ja nicht als Kapitän oben auf die Brücke und gucke den ganzen Tag die Möwen in den Hintern. More race, more power. Der Eingang zum Nordostseekanal. Die Hennecke Rambo auf dem Weg von Rotterdam nach Danzig. Die Lotsen wechseln, der Kapitän bleibt. Ingo Drewes aus Hamburg. Oh, Länge vorne ab. 20 Minuten in der Schleuse Brunsbüttel. Das Ablegemanöver ist das letzte des Kapitäns vor 8 Stunden Kanalfahrt. Wenn einer Lust hat. Kanalsteurer und Kanallotse übernehmen das Schiff. Erster Entgegenkommer, ein Passagierschiff. Traum jedes Kapitäns. Oh, nee. Schlips und Kragen und schwere Last auf der Schulter, dann muss ich fahren. Das ist hier auch besser, bin leger. Aber wie gesagt, die Brüder rein, die legen da Wert drauf. Und ich hab's Glück gehabt, immer drumherum gekommen. Das ist nicht so mein Ding. Das ist wie Pferdestall, jeder steckt in seine Box hier drin. Ehrlich. Das ist wirklich, weil brauchst du nur noch Hafer hinschmeißen. Super ist das. Ich finde das fürchterlich. Und das ist noch ein kleiner. Ingo Drewes fährt einen Containerzubringer für die Ostseehäfen, die sogenannte Fiederfahrt. Gruppe 4, Hennecke Rambo mit über 9000 und 8,50 Meter und Gruppe 5, Frederik. Der Sammelanruf. Die Leitstelle sagt, wer wie schnell fahren darf im Nordostseekanal, dem Nadelöhr der Fiederfahrt. Du hast jeden Tag bist du in der Gang. Du hast jeden Tag einen Hafen, Ruhe, sehr selten. Und wie gesagt, das hier in der Fiederfahrt, also ich mach das für mein Leben, ja, ne? Ist gut. Wie gesagt, du kriegst mal eine Langeweile hier, ne? Wenn du jetzt also zwei Wochen da Richtung Afrika unterwegs bist, ja, und kannst du da nur fliegende Fische angucken und Delfine, und, ja. Ist auch schön, haben wir ja auch schon gemerkt. Aber interessant ist das hier. Und Gruppe 5, Containerschiff 6, 9000. Was drin ist in den Containern, weiß kein Kapitän der Welt. Von Gefahren gut einmal abgesehen. Es können Autos sein, Plastiktüten oder Kaffee. Die Hennecke Rambo hat Platz für knapp 920 Fußcontainer und fährt für den Charterer Unifeeder. Eigner ist die Rambo Reederei aus Trochtersen an der Elbe. Im Kanal hat der Kapitän nichts zu tun und Zeit für seinen Putzfimmel. So, super Kaffee. Rambo gibt einen aus. Ja, also ich habe das gehört. Kanal Halbzeit nach 4 Stunden in Rendsburg. 58. Geduldsprobe auch unter Deck. Der erste Maschinist. Seine Maschine läuft auf Automatik. Eine MAK 9M43. Spitzname Lisbeth. Wir haben einige Überholungen durchgeführt, Anna Lisbeth. Ich kann sie wieder laufen. Wir sind ja 8 Monate im Jahr zusammen. 4 Monate müssen wir uns ja mal trennen. Von meiner Frau bin ich auch 4 Monate getrennt. Also muss Lisbeth das auch aushalten. Hein von der Hülden ist erster Maschinist auf der Hennecke Rambo seit ihrem Stapellauf 2007. Sogar die Farbe für den Kontrollraum hat er ausgesucht. Hammerschlag blau. Beruhigt. Blau ist beruhigend in meinen Augen. Sandgrau habe ich auf allen anderen Schiffen gehabt. Weinrot auch auf einem Schiff. Aber dies ist das erste Mal, dass es hier ein Hammerschlag blau ist. Sieht gut aus. Seelstedt, noch eine Stunde bis Kiel-Holtenau. Auf dem Weg von Rotterdam nach Danzig ist die zweite Kanalschleuse die einzige Möglichkeit, in Deutschland an Land zu gehen. Das kann nicht sein. Oh, das ist ja wieder was. Ist der Laden dicht? Naja, gibt's keine Zeitung. Der einzige Zeitungskiosk zwischen Holland und Polen. 20 Minuten schleusen und weiter. Jetzt habe ich umgestellt vom Revierbetrieb auf Seebetrieb. Das ist meine Runde jeden Abend, um nochmal sicher zu gehen, dass alles funktioniert. Lisbeth muss immer arbeiten, das ist leider so. Im Gegensatz zu uns. Wir legen uns hin.
alle Anzeigen kontrolliert, bleibt der Ärger über den Kiosk. Muss ich mir denken, die Zeitung. Bleibt mir nichts anderes als Fernsehen zu gucken. 18 Uhr hat er schon zugemacht. Kurz nach 18 Uhr waren wir da, war er schon zu. Hat das wohl nicht mehr nötig, ich weiß nicht. Achtung! Ja, kann ich dir gleich sagen, die Zeiten. Drin waren wir um 18.12 Uhr und 18.42 Uhr raus. Hast du was gekriegt, den Kiosk? War schon zu. Ja, super. Aber hast Bewegung gekriegt, das ist gut. Alles klar. Jo. Die Hennecke Rambo dreht jetzt auf. 22 Stunden sind es bis Danzig. Nach den vielen Lotsen und Steuerern hat Ingo Drewes die Brücke jetzt für sich allein. Ja, so. Und jetzt lassen wir die letzten 20 Minuten ruhig ausklingen. Ist das gut? Jeden Morgen um 8 ist auf der Brücke Arbeitsbesprechung. Der erste Offizier sagt dem Bootsmann von den Philippinen, was zu tun ist. Draußen malen, bei dem Wetter, das kann der Bootsmann verhindern. Auf der Brücke wird noch diskutiert, unten mit der Mannschaft nicht mehr. Deutsche Schiffsleitung, russische Offiziere, philippinische Crew. 14 Mann Besatzung. Einer davon, Leroy Bentley, der Auszubildende. Schon wetterfest. Zu früh umgezogen. Staubsaugen ist nicht gerade der Job, der einen voranbringt als angehender Schiffsmechaniker im zweiten Lehrjahr. Leroy hat einen amerikanischen Vater, ist aber ein Bremerhavener Junge und für 3 Monate auf der Hennecke Rambo. Nach dem Staubsaugen dann doch zu den anderen, die unter den Containern Schweißarbeiten machen. Hoffentlich hat der Bootsmann jetzt bessere Arbeit. You don't have helmet, den Helm vergessen. Wieder zurück, ein Anfängerfehler. Auf der Brücke tauscht der Maschinist die alten Wischblätter gegen LKW-Blätter. Der Kapitän hat es gerne streifenfrei. So, mal ausprobieren. Ja, die sehen gewaltig aus. Im Gegensatz zu der, ne? Wunderbar. Ja. Ergebnis ist da, oder nicht? Nee? Siehst du? Kein Bild, kein Ton, kein kommt schon. Das gut, funktioniert doch. Wow. Nö, das geht. More rice, more power. Mittagspause. Es ist Freitag und es gibt Fisch. An jedem Freitag macht der Koch Fisch, sagt der Bootsmann. Keine Ahnung warum, aber so ist es, seit ich in Deutschland bin. Leroy möchte keine Muscheln. Eigene Ernte aus dem Hafen in Rotterdam. Leroy bleibt bei Scholle mit Bratkartoffeln. Alles klar, Leroy? Ja, bei dir? Alles wunderbar. Das Beste heben sie sich für den Schluss auf. Fischkopf, eine Delikatesse auf den Philippinen. Die Schiffsleitung ist getrennt in der Offiziersmesse. Ich habe ganz normale LKW-Fischblätter. Ja. Die werden sie überall kaufen können. Ja, sind die Lütten ja auch. Ja, die großen, ja, das ist nicht zu übersehen. Die sind ja für den Bus, wenn ich mal sehen. Ja. Die kleinen sind auch viel besser. Ja. Das Thema Scheibenwischer ist noch nicht vom Tisch. Bist du rentabel? Und dann kann mein Kollege sich damit amüsieren. Seit 40 Jahren ist Hein Maschinist. Zuerst jahrelang in der Hochseefischerei. Das war schwer, einen Job auf dem Frachter zu bekommen, wenn man aus der Fischerei kam. Obwohl wir bessere Kenntnisse haben, als die auf dem Frachter gelernt hatten. Unsere Anlagen waren ja wesentlich umfangreicher in der Fischerei, von der Maschine her. Aber die Fischerei hatte so ein Klischee an sich, die sind in Seestiefel in die Kneipe gegangen und sind aus der Kneipe mit Seestiefel wieder an Bord gegangen. Ich bin durch Hamburg gefahren mit meinem Onkel damals noch hier und bei Döhle und überall wollte ich ja nirgendwo was zu kriegen. Irgendwann dann doch. Erst Stück gut und dann, wie die meisten, Container. Das erste Mal, 2000 glaube ich. Wo ich nur Container gefahren habe. Bloß heute, die ganzen Containerhäfen sind alle so weit raus. Es kümmert sich keiner.
Beste Beispiel ist Rotterdam. Da sind wir 60 Kilometer vom Schuss, von der Stadt weg. Wenn wir von außen, von dem Delta-Terminal mit dem Schiff reinfahren, das sind 2,5 Stunden bis in den Stadthafen mit dem Schiff. Ja, mit dem Auto ist man ja auch. Gute halbe Stunde ist man auch unterwegs. Kostet 80 Euro mit dem Taxi, glaube ich. Ja, wer will da noch reinfahren? Keiner. Freizeit muss man an Bord verbringen. Wie heißt das denn hier? Fährteabdruck. Spur. Das ist mal wieder ganz einfach. Ehefrau, Gemahlin, Gattin. Verheiratet ist Hein seit 1988, aber 2/3 des Jahres muss er sich um Lisbeth kümmern. Ja, da passiert ja was unten. Ich bin ja nicht oben, ich fahre ja nicht als Kapitän oben auf der Brücke und gucke den ganzen Tag die Möwen in den Hintern da. Ich muss was um mich haben, wo auch mal was ist oder was mal eine knifflige Aufgabe oder. Hat er oben sicherlich auch, aber wir haben ja nur eine Lisbeth da unten stehen. Als erster Maschinist löst Hein den zweiten ab, wenn der Hafen nicht mehr weit ist. Der Weichselarm voraus. Der polnische Lotse ist schon an Bord. Einfahrt Richtung Danzig. Herzstück des Hafens, die ehemalige Leninwerft. Neben ihr macht die Henneke Rambo fest. Diesmal hat Leroy an den Helm gedacht, aber trotzdem nur einen Job in der zweiten Reihe. Acht Stunden geplante Liegezeit. Erst löschen, dann laden. Außerdem hat der Maschinist einen Tankwagen bestellt. Treibstoffrückstände sollen entsorgt werden. Connection. Ja. Aber es ist nicht klar, wie viele Tonnen. 3 Kubik-Tonnen. Ach, how much? 3 Kubik-Tonnen. 3? Ja. 3 Kubik. Ja. Nur 3 Kubik-Tonnen. Der Fahrer hatte auf mehr gehofft. Ab der 4. Tonne hätte er verdient. Die 3 muss er trotzdem nehmen. Für die Henneke Rambo ein gutes Geschäft. Ja. Die Entsorgung von bis zu 3 Kubiktonnen ist umsonst in Polen. Deutschland passt das was ja. Aber hier nicht. Hier das hat man eine bestimmte Menge frei. In jedem Hafen. Der Umschlag verzögert sich. Aus 8 sollen jetzt 10 Stunden Liegezeit werden. Der Auszubildende hat Gangway-Wache. Matrose Chester hat frei und wie in jedem Hafen geguckt, was denn so im Seekasten hängen geblieben ist, durch den die Henneke Rambo ihr Kühlwasser ansaugt. Bisschen klein, oder? Will er die essen? Zuerst will er sie ausnehmen. Selbst gefangen, nicht ganz. Selbst aus dem Sieb geholt, das vor dem Seekasten montiert ist. Der Umschlag verzögert sich weiter. Erst nach 12 Stunden soll abgelegt werden. Die Schiffsleitung hat Zeit für einen Landgang. Das erste Mal seit Jahren. Der Fisch kann trocknen in dieser Zeit. Eine Proviantergänzung. Und die Möwen abhalten, das macht die Gangway-Wache. Kapitän und Chief wollen nach Danzig-Zentrum. Hier muss aber auch Offroad-Reifen haben. Ne? Ja. Ich glaub, das mehr Smalltalk über Offroad-Reifen. Ja. Sie sollen noch lauter sein, ne? Noch lauter? Ja. Also, wie gesagt, das ist Käse. Ja. Ja, Warschau steht schon dran, immer geradeaus. Ja. Ja, liegt auf dem Weg. Außer Sightseeing haben die beiden einen Auftrag. Sie brauchen eine Computermaus. Und dafür zuerst polnische Slotty. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt noch nicht stärker. Du bist hier zur Hauptzeit. Da ist noch eine Wechselstube, mal sehen. Konto, da ist auch noch, ja. Ein Geldautomat geht auch. 100, Betrag 100. Ja. Eine Computermaus möchten wir. Ja. Was haben Sie da? Mit USB-Anschluss. Ja. Online. Oh. Also wir kriegen die noch wieder. Lassen, Mose, Optik-Maus, der Best. Ja, ja. Wir haben uns schon entschieden, wir nehmen die. So. Faktura? Ja. Ja. Ja, ja. Natürlich mit Quittung.
und zwar auf die richtige Adresse. Original ist aus Rambow, ne? Ja. Rambow. Okay, Straße. Ach du Scheiße. Schulpad. Schulpad. Schul. Ja. Was haben wir denn jetzt da? Kapsel kann ich auch falsch. Scheiße, jetzt habe ich nichts gemerkt. Danke. Ja. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Du nimmst das aus der Schiffskasse, oder? Ja, ja, klar, logisch. Ja, ich bin gerade abgeheftet, schreibe meine Rechnungskurse rein und fertig ist. Die Hennecke Rambo ist inzwischen beladen. Leroy Bentley war nicht an Land. Dass ich jetzt wirklich 6 Stunden alleine an der Gangway stehe, das ist halt so, warum? Ich bin halt der Auszubildende, ich bin, weiß nicht. Wenn man sich von Anfang an dagegen sträubt und sagt, hier, nee, Gangway mache ich nicht, da bin ich mir zu fein für, dann glaube ich nicht, dass man da gut mitfährt. Schiffsleitung und Schiffsjunge sehen sich nicht oft an Bord. Hallo? Jetzt spricht der Kapitän Leroy sogar an. Er soll nachher zur Brückenwache kommen. Um Mitternacht erst. Egal, Hauptsache Brücke. Wieder los mit neuen Containern und neuer Maus. Wunderbar. Für das Geld? Erfüllt die vollkommen ihren Zweck. Zwölf Stunden neben der alten Werft. Bald wird auch die Hennecke im neuen Tiefseehafen draußen in der Ostsee liegen. Und es werden ein paar Taxikilometer mehr sein in die Stadt oder bis zum Mahnmal Westerplatte, wo der Zweite Weltkrieg begann. Okay, danke. Moin. Wer wurde gerufen? Leroy kommt schon vor Mitternacht, besser zu früh. Und der Kapitän nimmt sich sogar Zeit für ein Gespräch. Ja, lass mal gucken. Ein bisschen gucken, ob es das gut ist, aber nicht nur für morgen. Aber er stellt die Frage. Jedenfalls in jungen Jahren. Freundin? Nee. Gut. Perfekt. Sehst du, dass er rumkommt? Ja. Ja, also sehe ich das auch. Ganz genial. Guck dir den Welt an. Um 0 Uhr beginnt die Wache des ersten Offiziers. Dem darf Leroy jetzt assistieren, als Watchman. Ein bisschen geschlafen hat er nach dem Gangway-Tag. Aber bis 4 Uhr, das ist lang. Noch 6 Stunden bis Kiel. Ein Seetag und ein Sonntag. Keine Arbeiten an Bord, die Mannschaft hat frei. Wir sollten umkehren, denkt Garrett, als es im Wald um sie zu dunkel begann. Die Wildlinge sind tot. Machen euch die Toten Angst, fragte Sir Waymer Royce. Garrett ein Lied darauf, aus Eis und Feuer, das Buch zur Game of Thrones Serie. Auf See gibt es kein Internet. Tod ist tot, sagte er. Sind sie denn tot, fragte Royce leise. Wenn er sagt, dass sie tot sind, dann ist mir das Beweis genug. Seit 2 Wochen ist Leroy jetzt an Bord. Bin eigentlich eher optimistisch. Ich glaube, Sachen schlecht reden bringt nichts. Warum? Ich glaube nicht, dass man das so lange auf dem Schiff aushalten kann, wenn man pessimistisch ist, wenn man überall das Schlechte drin sieht und alles negativ reden muss. Ich glaube nicht, dass man dann lange hier bleiben kann. Funktioniert, glaube ich, nicht. Der erste Maschinist steigt in Kiel aus. 6 Wochen Urlaub. Das darf ich draußen nicht mehr anziehen, gibt's Ärger. Auch das einzige Hemd kommt mit. Ich bügel dich. Hier an Bord bin ich gebügelt. Das bügelt sich am Körper. Ja. Der letzte Nachtisch. Es soll heute Eis geben. Highlight der Woche. Ja, 2-mal die Woche. Ja. Da freuen wir uns schon die. Das ist aber ein bisschen mal. Oh, ja. Oh. Do you have not enough? Oh, Cookie. Das wäre nicht smart today. Lass. Und die nehme ich den. Na, I know. Eis ist kaum noch da und wird rationiert. Weniger ist mehr. Ja. Das braucht man nicht so lange rudern. Man hat wenigstens den Geschmack, mein Mann. Ja. Für die Mannschaft gibt es am Sonntag selbst gefangenes aus Danzig. Special. Right fish. Yummy, yummy, yeah? Chester, der Fischefinder, ist auch Fischkoch. Crunchy. Like chips. Der deutsche Auszubildende darf mal probieren.
Flake Fish with Salt. Schmeckt nach Fisch. Mutprobe bestanden und ein Fisch genügt. Die Schwedenfähre. Noch eine Stunde bis Kiel. Leroy hat Netz. Wart ihr in der Kirche? Wart ihr nicht mit? Achso. Ja. Wo wart ihr denn jetzt essen? Ein Familienfest verpasst. Mal wieder. Meine beiden Cousinen hatten heute Konfirmation. Da waren die heute hin. Eigentlich wollte ich dabei sein, aber es hat halt nicht funktioniert. Ja, ohne mich. Internet könnte jetzt auch klappen. Ich habe jetzt hier nur Spam-E-Mails bekommen. Nichts, was mich jetzt so interessieren würde. Kann man so löschen. Dann lieber den Film gucken, zu dem Jan eingeladen hat. Ein Offiziersanwärter, der auch nur einige Monate an Bord ist. Wenn das trinken willst, hast du Bescheid. Mhm. Ich schwein. Oder Fanta und so. Es gibt keinen Zufall. Kein Schicksal. Keine Fügung. Es gibt nur, was du dir nimmst von der Welt. Letzte Runde in der Maschine, bevor der Ablöser kommt. Die Lisbeth muss jetzt 6 Wochen ohne den Chief klarkommen. Mit guter Wartung kann ein Containerschiff 30, 40 Jahre alt werden. Heinz' erstes Schiff fährt immer noch. Das ist das Fangfabrikschiff Kiel. Dies ist ein neueres Foto. Da steht schon DFFU dran, Deutsche Fischfangunion. Hier, auf dieser Seite, war meine Kammer. Die Henneke Rambo macht Licht an vor der Schleuseneinfahrt. Der deutsche Lotse ist wieder an Bord, wieder ist der Kanal nah. Wieder das Nadelöhr. Kiel-Holtenau, neue Schleuse Nord. So, dann wünsche ich dir was. Ein, hau rein. Ja. Fahr nicht in Schnee. Grüß deine Frau. Ja, mach ich. Alles klar. Seit dem letzten Schleusenbesuch hat der Chief 800 Seemeilen zurückgelegt. Und der Kiosk hat schon wieder zu. Egal. In den nächsten 6 Wochen kauft Hein seine Zeitung in Cuxhaven. Die Henneke Rambo muss weiter. Brunsbüttel, dann Hamburg und 2 Tage später wieder Danzig. Zu Hause in Cuxhaven. Wenn Hein etwas besorgen muss, macht er gerne einen kleinen Umweg durch den Hafen. Im neuen Fischereihafen ist er damals eingestiegen, in die Kiel, 1976. Früher lagen die in Päckchen hier, zu zweit und zu dritt, nebeneinander. Hier war richtig Leben. Ganz Cuxhaven hat von der Fischerei gelebt. Die Zulieferbetriebe, alles was drum, Reparaturbetriebe, alles, Schiffsausrüstung. Das war eine Einheit. Das ist bis heute nicht mehr. Heute fahren sogar Krabbenkutter in den Hochseehafen. Die waren im alten Fischereihafen. Und dann gab es auch noch einen kleinen Kutterhafen, gab es noch extra, wo die ganzen Krabbenkutter lagen damals. Nee, das Gemeuchel hat hier früher noch nicht gelegen. Fehlen noch die Besorgungen. Ein Kilo Krabben möchte ich gern. Was kosten die heute? 7 Euro. Wunderbar. Frisch wie immer? Ja. 1 Kilo ungepult. 3 Monate war Renate jetzt allein zu Hause. Sind noch gut sortiert heute. Eine kaputt. Das macht nichts. Das ist wirklich doof. Eine ins Töpfchen, die andere ins Kröpfchen. Am Hafen, da haben wir mit einer ganzen Gruppe haben wir Krabben gepult. Und wer am ersten oder am schnellsten war, der kriegte einen Orden und eine Urkunde. Ja, und das war ich. Den Krabbenpuller-Orden. Krabbenpuller-Orden, ja. Ich weiß auch nicht, wo der geblieben ist. Den habe ich bestimmt weggeschmissen. Seine Lehre hatte Hein noch an Land gemacht. Dann begann die Fahrt mit der Fischerei. Die späten 70er. Monate auf See, Tage an Land. Hein zog es in die Gastwirtschaft zur sauren Ecke. Schon wegen der charmanten Bedienung. Dann haben wir uns dann immer nett unterhalten. So, und dann hat er erzählt, dass er rausfährt. Dann habe ich ihm die Schreichertsachel mit meinem Namen draufgegeben. Und so hatte er die Adresse. Und so hatte er die Adresse, ja. Und zu Weihnachten habe ich dann gedacht, schickst du mal ein Telegramm. Bringst dich mal wieder in Erinnerung. Ich wusste ja, dass ich im März nach Hause komme irgendwann. Ja. Und im März haben wir uns dann getroffen. Und seitdem sind wir zusammen. Mhm. 13. März.
Zusammen, das heißt für Hein und Renate 4 Monate im Jahr. Dann bringe ich ihn weg, dann komme ich hier nach Hause und dann ist das alles tot. Still, leise. Gemeinsame Kinder haben die beiden nicht. Das ist mein Herbert. Den habe ich selber gemacht. Das habe ich immer alles nur gemacht, wenn er auf See war. Ich meine, Schnuffi. Das zweite Frühstück. Die haben wir neu, die Pfanne. Das ist eine, sag mal, Keramikpfanne. Gerade erworben, am Sonntag auf dem Fischmarkt. Krabben, mindestens einmal die Woche. Super. Und vor wichtigen Terminen immer mit Spiegelei. Heute wird in Cuxhaven angestrandet. Es ist 1. Mai. Renate und Hein sind Strandkorbbesitzer. Wunderbar, damit wir uns auch wieder erkennen. Das ist okay. Das haben wir schon schlimmer gehabt. Hier wird das schon zu warm hier. Mann, Mann. Aufsteigende Hitze. Auf eine schöne Zeit auch. Ja. Wiedersehen mit den Strandnachbarn. Habt ihr ordentlich Seegang denn, wenn ihr nach Polen herunterfahrt? Oder ist das harmlose See? Ich auf Alster. Oh, schön. Hein ist nicht so oft dabei, die Chance muss man nutzen. Auch nicht schlecht. Polen war nicht schlecht. Polen war super. Also hat sich, wir beide waren zuletzt 95 da und jetzt bin ich das erste Mal seitdem wieder da gewesen. Also Danzig hat sich unheimlich ausgemacht. Ja. Wir sind auch wieder an der Marienkirche gewesen, wo wir damals auch waren. Kranentor und alles, das ist alles super renoviert, restauriert. Mhm. Leute, wir wünschen uns alle eine gute Saison, ne? Ja, danke dir. Ich bin eigentlich ein Typ, der sich gerne unterhält mit jemandem, der auch mal auf jemanden zugeht und ich sage, hallo, wie geht's? Ich weiß ja, wenn ich an Bord bin, habe ich das nicht. Dann muss ich auf alles verzichten, was ich hier an Land haben kann. Das ist ja schon seit Jahren so, da habe ich mich mit abgefunden mittlerweile. Die Vorsaison nutzt Hein so gut es geht. So, tschüss erstmal, ne? Manches ist anders geworden in Cuxhaven. Die meisten Krabben werden längst nach Marokko gefahren zum Poolen. Das Wahrzeichen ist geblieben, die Kugelbarke. Wenn am Strand in 4 Wochen die Hauptsaison beginnt, ist Hein längst wieder in Seebrügge, Rotterdam, Riga. Oder auf dem Weg nach Schweden, zwischen Bornholm und der polnischen Küste. Es ist Anfang Juni. Nächster Hafen, Stockholm. Kapitän Ingo Drewes schaut sich die Staupläne an. Lass das 40 oder 50 zu löschen sein. Sind wir mal genau, ich sag mal 60 Löscher und das gleiche wieder laden. Was wir jetzt laden, das sind zu 80% leere Container. Da bringst du, wenn das ist, Stockholm ist ein Hafen, da holst du nichts weg, da bringt man eigentlich nur was hin. Die Henne Karambo ist trotzdem voll. Für den zweiten Hafen. Die sind für Helsinki, die sind nicht für Schweden. Weil da, es geht ein Teil auch weiter nach Russland. Ne? Sie sind ja ein bisschen dichter dran. Ne? Oder nach Estland rüber. Ich weiß noch nicht, ob das alles für die Finnen ist, aber die müssen ja auch irgendwas zu essen haben. Also ja, den Welthandel verstehst du sowieso nicht. Fährst du teilweise, fährst du leere Container in die Richtung und fährst du leere Container wieder zurück. Ja. Wieder ein Sonntag auf See, die Mannschaft hat frei. Nachdem er sich mit ihr vergnügt hatte, erhob sich Karl Droge von der gemeinsamen Bettstatt und ragte über ihr auf. Dunkel wie Bronze schimmerte. Leroy, der Auszubildende, ist inzwischen bei den spannenden Stellen. Deutlich auf seiner breiten Brust zu erkennen. Feucht glänzte seine Männlichkeit. Der Hengst, der die Welt besteigt, braucht keine Eisenstühle. Leroy ist zurzeit in der Maschine. Die Kontrolle muss jeden Tag gemacht werden, auch sonntags. Ich kannte vorher so eine große Maschine nicht. Also ich habe noch nie mit so einer großen Maschine gearbeitet. Hatten wir einmal Kraftstoffpumpe haben wir rausgeholt. Das sind halt natürlich andere Dimensionen, als ich die kenne. Das ist an sich die spannendste Arbeit hier an Bord, meiner Meinung nach. Die Messwerte mit Liste kontrollieren. Ohne kommt später. Sie sollen es ja lernen. Sie sollen es lernen, damit sie irgendwo mal einen Anhaltspunkt haben, wie das Zusammenspiel der einzelnen Aggregate überhaupt stattfindet. Mit veränderten Temperaturen, wenn das Seewasser wärmer wird und Außentemperatur höher kommt. Und. Aber ihm war das kein Problem. Das ist. Er hat eine gute Auffassungsgabe, denke ich. Alles drauf? Gut, wunderbar. Temperatur von ja. Standship-Fehler. Ah ja.
Der letzte Messwert vom Bugstrahlruder. 100 Meter entfernt. Ich war jetzt 5, 6, 7 Wochen in der Maschine. War gut, hat viel gebracht, konnte viel lernen. Das, worum es eigentlich auch hierbei ging. Aber an Deck ist schon jeden Tag ein Hafen, jeden Tag Schichtdienst, wenig Schlaf, dann verschiedene Terminals in verschiedenen Häfen. Das heißt, man auch während seiner Ruhezeit muss man aufstehen und das ist schon anstrengend. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht und länger fahren könnte, aber es bringt mich momentan nicht mehr weiter. In einer Woche wird Leroy aussteigen. 3 Monate Fliegerfahrt sind um. Warst du schon mal in Neuseeland? Nee. Der Offiziersanwärter war schon auf großer Fahrt. Urlaub. Nach dem Schiff erstmal Urlaub. Angedacht ist, dass ich noch bei Hapag-Lloyd noch eine Tour fahre, aber das ist bis jetzt nur angedacht, das ist noch nichts geplant. Also zum Ende des Jahres, schätze ich mal. Mal gucken. Um 12 kommt der erste Offizier auf die Brücke. Der Kapitän macht Mittag. 7 Stockwerke, 7 Niedergänge und dann eine der wichtigsten Informationen des Tages. Also, hier ist noch der Fisch. Fisch? Ja. Bratfisch. Nicht gerade Ingos Leibspeise. Die Mannschaft mag Fisch. Für Abwechslung sorgt am Sonntag der Nachtisch. Kein Apfel, kein Joghurt, es gibt Eis. Yes, thank you. Ja. Das ist very nice. Ich denke, wir werden das noch ein wenig verfeinern. Wir werden noch einen Löffel Honig nehmen. Schokoladenstreusel haben wir leider nicht. Sonst hätten wir noch ein paar Schokoladenstreusel rübergekippt. Ja. Oder man hätte auch mal ein Eierlikör rüberkippen können. Aber. Kirschen und Sahne und Streusel und das. In Bremerhaven habe ich Eis mit grünen Pfefferkörnern bestellt. Gesehen in der Karte und bestellt. Konnte ich mir nichts so vorstellen, aber das geht. Du nimmst einen Löffel Eis, lässt, zerkaust das den Pfefferkorn oder das Pfefferkorn. Ah. Erst mal, schmeckt richtig gut, hätte ich nicht geglaubt. Eis gibt das in alle Richtungen, unglaublich. Auf der Henneck Rambo gibt es 2 Sorten. Mischeis, ja. Der gibt hier so, das schmeckt schon. Ja. Am Nachmittag hat der Kapitän Freiwache in seiner Kammer gleich unter der Brücke. Sein Wohnzimmer, 8 Monate im Jahr. Man muss natürlich eine Frau haben, die da Verständnis für hat. Die ist ja eine Zeit lang Verständnis, sag ich ja nicht mehr. Irgendwann werden sie dann rollig, sag ich jetzt mal. Nicht? Und dann lernen sie den anderen kennen und dann wird ein bisschen Honig ums Maul geschmiert, wie das so ist. Und du bist ja hier am Bord, du kannst dich ja nicht wehren, du kriegst das ja auch nicht mit. Meine jetzige Frau ist ein ganz anderer Typ, Gott sei Dank. Also ist ein bisschen mehr Leben drin. Ja, das ist so. Aber Britta wusste, worauf sie sich einlässt. Ja. Die beiden haben einen Sohn, Dustin, 8 Jahre. Das Heimwerk, als er klein war. Der hat nur gelacht. Das ist ein Kind, der hat nur gelacht. Der hat kaum gebrüllt, der hat nur gelacht. Das war ehrlich, war schön. Das war ganz einfach. Völlig problemlos, super. Ich sage ja, je älter wird, desto interessanter wird das. Sonntagabend. Die schwedische Küste ist nicht mehr weit. An Land soll es gewittern. Das ist unser Punkt hier. Das ist Öland, Gotland. Ja, dann irgendwann morgen früh um 6 beim Lotsen. Davor das Kreuz ist in Stockholm, andere, das ist die nächste Route schon. Um 7:30 die ersten Regentropfen. Das Gewitter zieht von Land auf See. Unangenehm wird es, wenn man genau darunter fährt. Angst ist, ja, ohne Angst geht nicht. Weil ohne, wenn du keine Angst hast, dann fehlt irgendwas nicht. Aber es gibt so Momente, da denkt man nicht drüber nach. Doch. Die Schäreneinfahrt am nächsten Morgen. Der schwedische Lotse ist an Bord. Morgens Roger Caffey, das ist ein Selbstgänger, das ist herrlich. Ja? Okay. So. Eine seltene Passage für die Henneck Rambo. Sogar der Chief kommt aus seinem Keller. Kleines Häuschen mit dem Boot. Im Sommer ist das bestimmt traumhaft hier. Das wäre schon. Skandinavien ist schon schön. So Wochenendhäuschen hier ist nett. Das ist schlecht. Das hat was. Der Lotse hat so ein Häuschen. The right pronunciation is Hübs. Haus. In ja, ist herrlich.
Wäre ja auch so eine Idee, aber ich kriege meine Frau, braucht Sonne. Deswegen fahren wir immer nach Spanien. Der größte schwedische Hafen ist Göteborg. Da ist die Henneke Rambo öfter. Der Weg nach Stockholm ist eher das Revier der Kreuzfahrer und Fähren. Vier Stunden dauert die Schärenfahrt, bis aus ihr ein Anlegemanöver wird. Ja, Luft nach Stockholm, wir haben keine Luft nach Stockholm. So, wollen wir arbeiten. Arbeit, Arbeit. Das Schiff kommt unter eine von insgesamt zwei Containerbrücken. Ein gebrauchtes Modell vom Hamburger Afrika-Terminal. Gegenüber noch ein Kreuzfahrer. Da gehen wir nachher rüber, holen unseren Cocktail her. Ja, Johann ist alles da. Ich habe mal bestellt. Bis dann. Vielleicht mal Kaffee. Maximal zwei Containerschiffe haben in Stockholm gleichzeitig Platz. Entsprechend kurz sind die Liegezeiten. An Land geht eigentlich nur der Lotse. Aber zum Malen reicht es. Das Floß geht außenbords. Die Farbe des Schiffes ist nach Ingos Verständnis auch seine Visitenkarte. Und anders als in Deutschland darf man in Skandinavien im Hafen malen. Also los. Die meisten Fiederschiffe haben einen dunklen Rumpf. Das Rambo-Grau ist heller, schicker als in der Branche üblich. Braucht aber auch mehr Pflege. Vor allem die Ankertasche. Die Ankertasche, das kannst du einmal die Reise merken. Sieht natürlich immer schöner aus, wenn es gemahlen ist. Auch wenn das nicht viel Wert hat, aber schon okay. Erstmal Rostfarbe drauf. Der Umschlag beginnt. Die alte Hamburger Brücke schafft vielleicht 25 Moves, 25 Containerbewegungen pro Stunde. Der Decksmann wird jetzt zum Kontrolleur, zum Checker. Es sind noch mal ein paar dazugekommen. Die Stapel müssen stabil sein. Dafür sorgen Twistlocks und Laschstangen. Die Twistlocks koppeln die Container untereinander. Die Laschstangen sorgen für Spannung und Stabilität. Bis Windstärke 12 soll das halten. Stockholm, die Stadt, ist gerade mal zwei Steinwürfe entfernt. Aber dafür ist keine Zeit. Weder für die Insel Staatsholmen, noch für den Södermälarstrand. Und schon gar nicht für das königliche Schloss. Abfahrt um 15 Uhr. Wieder hoch, bevor der Lotse kommt. Keine 5 Stunden hat das Containertauschen gedauert. Musst du Lust zu haben. Musst du Lust zu haben, hast du da keine Lust, du bist hier völlig verkehrt. Weil dann bist du nämlich nur am Nüllen und dich am Beschweren. Und alles ist Mist. Und nee, man muss da schon Lust zu haben. Für den Cocktail beim Nachbarn war wieder keine Zeit. Ingo Drewes hat einen Termin. Morgen früh um 6 in Helsinki. Dann Bremerhaven, Hamburg. Dann zwei Reisen nach Danzig. Dann hat Ingo frei. 6 Wochen Sommerferien. Drewes. Ja, ich rede nicht raus. Familienname. So. Die Familie hatte früher, als es sich noch lohnte, eine kleine Reederei. Ingo ist wie immer als erstes erkältet. Das ist unsere Hühnergruppe. So was haben wir hier im Sommer. Ist das nicht schön? Wir haben schon einen gehabt. Hamburg-Kranz am Estedeich. Ingo wohnt in einem der Naherholungsziele der Hansestadt. Der Urlaub fängt an mit einem kleinen Ausflug. Als Co-Pilot. Einen Motorradführerschein hat nur Britta, Ingos Frau. Es geht durchs alte Land nach Lühe, an die Elbe. Die hätte ich vorgestern das Gewitter mitgekriegt. Oh, herrlich, ne? War schön, das, ne? Das, ich saß auch auf der Terrasse, oh, oder ich beobachte, du bist halb nah eins. Aber das war lange. Der Anleger Lühe, der Catcher Point, ist der Aussichtspunkt im alten Land. Britta fährt auch schon mal alleine hin. Die Aufkommer nach Hamburg fahren hier vorbei. Die ganz großen sind fast 400 Meter lang. Früher waren die Schiffe mit 270 Meter groß. Man gewöhnt sich unglaublich an diese Größen. Die große Fahrt. Ingo hat das Patent dafür. Auf so einem großen Dampfer, dann wäre er sehr lange weg. Ich finde das jetzt sehr schön, dass er in der Fiederfahrt ist und dann doch regelmäßig mal auf Hamburg oder auf Bremerhaven fährt und wir uns dann vielleicht mal besuchen können oder uns sehen können.
Und die Großen, die fahren ja meistens so weltweit. Und dann wäre er, glaube ich, sogar 9 Monate oder manchmal länger weg. Ausflug beendet. Ingo hat auch im Urlaub einen festen Termin am Tag. An der Grundschule in York. Dustin, der jüngste Spross der einstigen Räderfamilie. Sein Opa hat noch Kümos über die Elbe gefahren. Aber dir geht's gut, du hast keine Halsschmerzen oder so? Nee, das ist gut. Dustin geht in die 3. Klasse. Wie sonst kommt der fährt morgens mit dem Bus hin? Und kommt wieder mit dem Bus zurück. Richtig, genau. Und ihr kriegt jetzt keine Schularbeit mehr, Dustin? Nee. Das hat sich vor ein paar Wochen noch ganz anders angehört. Tüdel nennt Ingo seinen Sohn am liebsten. Manchmal Heinmück, manchmal Sportsfreund. Und auch wenn Ingo zu Hause ist, die Erziehung überlässt er seiner Frau. Hast du nach 6 Zeit heute? Du kannst aber auch heute nach 3 Uhr zum Spiel gehen. Ich hab Zeit. Warte, wann ist das genau? Sag ihn um 4 Uhr. Er um soll 4 Uhr. Um 4 Uhr hier sein. Ja, um 4 Uhr sollst du hier sein. Ja, okay. Bye, bye. Britta sorgt für regelmäßige Mahlzeiten, wie an Bord. Und hat ein paar Verbesserungsvorschläge, wenn Ingo wieder da ist. Die Sitzecke. Ein hoher Tisch, so ein Bartisch oder Bistrotisch. Und dann die Hocker in Schwarz und in Leder. Schweineleder. Kunststoffleder. Kann auch Kuhleder sein. Krokodil. Irgendwas Unempfindliches, was lange hält. Nur kein Stoff. Ein Gorilla mit Fell. Du bist auch so ein Gorilla mit Fell. Meinetwegen auch in Krokodilleder, wenn du sie findest. Das ist mir egal. Jedenfalls, so geht's nicht weiter. Das sieht aus wie angefressen. Bei mir? Ja, bei mir nicht. Das ist ja wohl. Ja, es ist klar, dass das da nicht kaputt ist, weil da sitzt ja nie einer. Du bist ja nie da. Also eine Frau, die bei jedem Handschlag männliche Hilfe braucht oder die alleine keine Entscheidungen treffen kann oder die alleine mit ihrer Freizeit nichts anfangen kann. Solche Frau ist, glaube ich, für einen Mann, der zur See fährt, nicht geeignet. Familienleben findet im Urlaub statt oder an den Wochenenden, manchmal. Wenn er in Hamburg ist, versuchen wir natürlich immer mal hinzufahren. Bremerhaven geht auch. Letztes Mal sind wir sogar dann nach Rotterdam gefahren für 2 Tage, um uns mal zu sehen. Wenn Papa dann endlich nach Hause kommt, die ersten Tage muss Dustin mit Papa alles das machen, was er sich die letzten 3-4 Monate vorgenommen hat. Und das muss alles in 3 Tagen stattfinden. Eben Sachen wie Inliner laufen, Federball spielen, Fußball spielen. Aber danach wird es dann etwas besser. Mit Papa ist es besser. Und ohne geht so. Am Nachmittag. Tüdel ist bei seinem Freund. Britta und Ingo fahren nach Stade. Möbel aussuchen kann man auch, wenn man erkältet ist. Keine Ahnung, wie nach Tüdel kriegt. Das wäre auch eine Alternative gewesen. Familie Drewes braucht für die Küche 4 Stühle und einen Tisch. Und hat er dann, dann hat er den gleichen Preis wie der? Nein, wird er teurer, ne? Der hat einen anderen Preis. Was hat der denn für einen Preis? Soll ich mal eben raussuchen? Ja, gerne. Der kostet irgendwie... Ja, die können wir ja Montag abholen, das ist nicht so schlimm. Ich sag ja, wir hätten einen Hänger. Die muss er erst bestellen, hast du doch gerade gehört. 4% Skonto bei Barzahlung. Circa 8 Wochen. Es ist so, dass durch die Betriebsferien der Hersteller sich die Lieferzeit noch etwas verlängern kann. Mhm. Jetzt zu den Stühlen. Sie schon, wir geben bis zu 70% dran. Skonto. Der ist gut. Ja. Das geht schneller. Fehlt noch der Preis. Da redet Ingo wieder mit. Dann fragen wir den Chef. Ja, aber das soll man eine glatte Zahl machen. Und wenn wir drüben noch eine Wohnwand finden, können wir da noch mehr was machen, oder wie? Dann müssen Sie drüben mit den Verkäufern. Ja. Ach so, das geht komplett getrennt. Sagen wir dann Chef Bescheid, da soll man eine glatte Summe merken. Ich mach diese schiefen Zahlen nicht. Ja. Tschüss. Tschüss. Schönes Wochenende. Dankeschön. Am Abend sind keine Touristen mehr auf dem Deich. Und manchmal haben Ingo und Tüdel auch die Este für sich allein. Du sollst dir keine Kekse reinschmeißen. Du sollst sie essen.
Zwei Monate später, es ist Herbst. Die Henneke Rambo ist auf dem Weg von Riga nach Hamburg, durch den Nord-Ostsee-Kanal. Für alle drei genannten zweimal auf Dügersüsch laufen die Langsamläufer E-Motion Gruppe 5 und Henneke Rambo Gruppe 4. Fischerhütte 13 Uhr. Der Sammelanruf von der Kanalleitstelle. Die Henneke Rambo kommt gut durch, obwohl sie langsam laufen muss, wegen ihres Tiefgangs. Fast alle Containerstellplätze sind besetzt. Seit einer Woche ist Ingo wieder an Bord. Das Blödeste ist natürlich der Tag, wo man denn einsteigt. Das ist traurig. Ja, ich heule nicht wie ein Schlosshund, ja, aber so eine Träne im Auge hat man denn auch schon mal. Ne? Gerade wenn der Lütte da vor einem steht, und, ja, ist ja nicht so schön. Aber geht vorbei, eine Woche später sieht man sich wieder. Alles ist gut. Morgen Abend in Hamburg hat Ingo 3 Stunden mit der Familie. Aber erst mal 4 Stunden Nord-Ostsee-Kanal mit Lotse und Steuerer. Mit ohne Milch oder mit Kuh bitte? Die Lotsen wechseln, der erste Maschinist bleibt derselbe. Leroy Bentley, der Auszubildende, ist längst wieder von Bord. Ja, wie sah er aus? Kurze Haare? Schmal. Sah nicht wie ein Amerikaner aus? Nee. Aber er ist ein amerikanischer Vater, ne? Sah zurückhaltend aus. Ja, sein Vater war irgendwie Ami. Soll Ami gewesen sein? Ja, Leroy Bentley. Weiß ich nicht, und der ist ja von hier nach zu Abergläubig. Ja, eigentlich haben sie übernommen. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Man hört ja auch nichts wieder. Das ist von den meisten natürlich unbedingt. Nee, von den meisten hörst du nichts wieder. Nee. Bleiben ja nicht lange. Ja, wir hatten ja noch Fahrzeit früher. Heute, die ja nicht mehr. Der Koch ist auch neu. Das Eis bleibt gleich. Auf der Henneke Rambo nie mehr als 2 Sorten. Habt ihr nun? Ja, Vanille ist okay, Schokolade eigentlich nicht so. Ja, kann man essen. Meine Lieblingssorte wäre Stracciatella. Ja, da treffen wir uns schon mal wieder, siehst du? Oder Malaga. Malaga wird es nie geben. Malaga ist gut, mit Rosinen drin. Schon ist die Henneke an der Brücke Hochdonn. Keine 2 Stunden bis zur Schleuse. Hein hat davor noch einen Termin. Im Fernsehen gibt es was über einen Fischereikapitän. Zum ersten Mal seit langem. Jetzt will er es wissen. Die Kontinente! Komm! Leute. Die Kapitäne früher auf den großen Schiffen, die hatten ihren eigenen Kartensatz mit. Da hatten sie das alles aufgezeichnet, wo sie wann was gefangen hatten. Zu welcher Jahreszeit Vollmond war. Das wochenlange Warten hat sich gelohnt. 5 Tonnen holen sie an Bord. Das ist schon ganz schön. Gegenüber den größeren, den Fabrikschiffen ist das nichts, aber für diese Schiffe ist 5 Tonnen schon viel. Das ist ein guter Tagesfang. Ist optimal. Abenteuer im Nordatlantik. Früher. Heute Fernfahrer zur See. Ich habe ja die letzten 35 oder 36 Jahre erlebt. Nochmal 30 Jahre weiter. Schiffe werden größer, wahrscheinlich noch mehr Megafrachter oder Megacarrier. Weiß ich nicht, wo das hingehen soll, die Reise. Irgendwann muss ja mal Schluss sein. Haben wir vor 30 Jahren auch schon gesagt. Als die 1200 Toy-Schiffe über den Atlantik gefahren sind, boah, sind das große Dinger. Heute haben sie 18.000 Stellplätze. Das ist doch keine Seefahrt mehr in meinen Augen. Irgendwann, denke ich mal, ist das ausgereizt. Geht nicht mehr. Schleuse Brunsbüttel und Hein wieder auf dem Achterdeck. Ein paar Worte mit dem Decksmann wechseln. Bis der Bootsmann zum Manöver ruft. Es ist alles wie immer. Der Kapitän ist oben bei den Möwen. Die Lotsen sind von Bord. Ja, ich bin dran. Und der Chief muss nach unten, zu Lisbeth. Musst du Lust zu haben. Hast du da keine Lust zu, bist du hier völlig verkehrt. Da passiert ja was unten. Ich fahre ja nicht als Kapitän oben auf der Brücke und gucke den ganzen Tag die Möwen in den Hintern. More rice, more power. Der Eingang zum Nord-Ostsee-Kanal. Die Henneke Rambo auf dem Weg von Rotterdam nach Danzig. Die Lotsen wechseln, der Kapitän bleibt. Ingo Drewes aus Hamburg. Lege vorne ab. 20 Minuten in der Schleuse Brunsbüttel. Das Ablegemanöver ist das letzte des Kapitäns vor 8 Stunden Kanalfahrt. Wenn einer Lust hat,
Kanalsteurer und Kanallotse übernehmen das Schiff. Erster Entgegenkommer, ein Passagierschiff. Traum jedes Kapitäns. Oh, nee. Schlepp zum Kragen und schwere Last auf der Schulter, dann muss ich fahren. Das ist hier auch besser, bin leger. Aber wie gesagt, die Brüder rein, die legen da Wert drauf. Und ich hab's Glück gehabt, immer drum rumgekommen. Das ist nicht so mein, ist nicht so mein Ding. Das ist wie Pferdestall, jeder steht in seine Box hier. Ehrlich. Das ist wirklich, weil brauchst du nur noch Hafer hinschmeißen. Super ist das. Ich finde das fürchterlich. Und das ist auch ein kleiner. Ingo Drewes fährt einen Containerzubringer für die Ostseehäfen, die sogenannte Fiederfahrt. Gruppe 4, Hennige Hambo mit über 9.000 und 8,50 Meter und Gruppe 5, Frederik. Der Sammelanruf. Die Leitstelle sagt, wer wie schnell fahren darf im Nordostseekanal, dem Nadelöhr der Fiederfahrt. Du hast jeden Tag, bist du in der Gang. Du hast jeden Tag einen Hafen, Ruhe, sehr selten. Und wie gesagt, das hier in der Fiederfahrt, also ich mache das für mein Leben gerne, ja, ist gut. Wie gesagt, du kriegst keine Langeweile hier, ne? Wenn du jetzt also zwei Wochen da Richtung Afrika unterwegs bist, ja, und kannst du da nur fliegende Fische angucken und Delfine. Ja. Ist auch schön, haben wir ja auch schon gemerkt. Aber interessant ist das hier. Und Gruppe 5, Containerschiff 6, 9000. Was drin ist in den Containern, weiß kein Kapitän der Welt. Von Gefahren gut einmal abgesehen. Es können Autos sein, Plastiktüten oder Kaffee. Die Hennecke Rambo hat Platz für knapp 920 Fußcontainer und fährt für den Charterer Unifeeder. Eigner ist die Rambo-Reederei aus Trochtersen an der Elbe. Im Kanal hat der Kapitän nichts zu tun und Zeit für seinen Putzfimmel. So, super Kaffee. Rambo gibt einen aus. Ja, also ich habe das gehört. Kanal Halbzeit nach 4 Stunden in Rendsburg. 58. Geduldsprobe auch unter Deck. Der erste Maschinist. Seine Maschine läuft auf Automatik. Eine MAK 9M43. Spitzname Lisbeth. Wir haben einige Überholungen durchgeführt, Anna Lisbeth. Ich kann sie wieder laufen. Wir sind ja 8 Monate im Jahr zusammen. 4 Monate müssen wir uns ja mal trennen. Von meiner Frau bin ich auch 4 Monate getrennt. Also muss Lisbeth das auch aushalten. Hein von der Hülden ist erster Maschinist auf der Hennecke Rambo seit ihrem Stapellauf 2007. Sogar die Farbe für den Kontrollraum hat er ausgesucht. Hammerschlag blau. Beruhigt. Blau ist beruhigend in meinen Augen. Sandgrau habe ich auf allen anderen Schiffen gehabt. Weinrot auch auf einem Schiff. Aber dies ist das erste Mal, dass es hier ein Hammerschlag blau ist. Sieht gut aus. Seestädt, noch eine Stunde bis Kiel-Holtenau. Auf dem Weg von Rotterdam nach Danzig ist die zweite Kanalschleuse die einzige Möglichkeit, in Deutschland an Land zu gehen. Das kann nicht sein. Oh, das ist ja wieder was. Ist der Laden dicht? Naja, gibt's keine Zeitung. Kann man nichts machen. Der einzige Zeitungskiosk zwischen Holland und Polen. 20 Minuten Schleusen und weiter. Jetzt habe ich umgestellt vom Revierbetrieb auf Seebetrieb. Das ist meine Runde jeden Abend, um nochmal sicher zu gehen, dass alles funktioniert. Lisbeth muss immer arbeiten, das ist leider so. Im Gegensatz zu uns. Wir legen uns hin. Alle Anzeigen kontrolliert, bleibt der Ärger über den Kiosk. Das muss ich mir denken, die Zeitung. Dass ich jetzt wirklich 6 Stunden alleine an der Gangway stehe, das ist halt so, warum? Ich bin halt der Auszubildende, weiß nicht. Wenn man sich von Anfang an dagegen sträubt und sagt, hier, nee, Gangway mache ich nicht, da bin ich mir zu fein für, dann glaube ich nicht, dass man da gut mitfährt. Schiffsleitung und Schiffsjunge sehen sich nicht oft an Bord. Hallo? Jetzt spricht der Kapitän Leroy sogar an. Er soll nachher zur Brückenwache kommen. Um Mitternacht erst. Egal, Hauptsache Brücke.
wieder los mit neuen Containern und neuer Maus. Wunderbar. Mit das Geld erfüllt die vollkommen ihren Zweck. Zwölf Stunden neben der alten Werft. Bald wird auch die Hennecke im neuen Tiefseehafen draußen in der Ostsee liegen. Und es werden ein paar Taxikilometer mehr sein in die Stadt oder bis zum Mahnmal Westerplatte, wo der Zweite Weltkrieg begann. Okay, danke. Moin. Sehr wohl gerufen. Leroy kommt schon vor Mitternacht, besser zu früh. Und der Kapitän nimmt sich sogar Zeit für ein Gespräch. Ja, lass mal gut. Ein bisschen rumkommt, ist das gut, aber nicht mehr. Morning. Aber er stellt die Frage. Jedenfalls in jungen Jahren. Freundin? Nee. Gut. Perfekt. Sehst du, dass er rumkommt? Ja, ja, das sehe ich das auch. Das genial. Um 0 Uhr beginnt die Wache des ersten Offiziers. Dem darf Leroy jetzt assistieren, als Watchman. Ein bisschen geschlafen hat er nach dem Gangway-Tag. Aber bis 4 Uhr, das ist lang. Noch 6 Stunden bis Kiel, ein Seetag und ein Sonntag. Keine Arbeiten an Bord, die Mannschaft hat frei. Sie sollten umkehren, drängte Garrett, als es im Wald um sie zu dunkel begann. Die Wildlinge sind tot. Machen euch die Toten Angst? Fragte Sir Waymer Royce. Garrett, ein Lied aus Eis und Feuer, das Buch zur Game of Thrones Serie. Auf See gibt es kein Internet. Tod ist tot, sagte er. Sind sie denn tot? Fragte Royce leise. Wenn er sagt, dass sie tot sind, dann ist mir das Beweis genug. Seit 2 Wochen ist Leroy jetzt an Bord. Na, eigentlich eher optimistisch. Ich glaube, Sachen schlecht reden bringt nichts. Warum? Ich glaube nicht, dass man das so lange auf dem Schiff aushalten kann, wenn man pessimistisch ist, wenn man überall das Schlechte drin sieht und alles negativ reden muss. Ich glaube nicht, dass man dann lange hier bleiben kann. Funktioniert, glaube ich, nicht. Der erste Maschinist steigt in Kiel aus. 6 Wochen Urlaub. Das darf ich zu Hause nicht mehr anziehen, da gibt es Ärger. Auch das einzige Hemd kommt mit. Ich bügel dich. Hier an Bord bin ich gebügelt. Das bügelt sich am Körper. Ja. Der letzte Nachtisch. Es soll heute Eis geben. Highlight der Woche. Ja, zweimal die Woche. Ja. Da freuen wir uns schon die ganze Zeit. Das ist aber ein bisschen mal. Oh, ja. Oh. Du hast noch enough? Oh, Cookie. Das wäre nicht small today. Lass. Und die nehmen wir den. Na, I know. Eis ist kaum noch da und wird rationiert. Weniger ist mehr. Ja. Das darf man nicht so lange rudern. Man hat wenigstens den Geschmack, mein Mann. Ja. Für die Mannschaft gibt es am Sonntag selbst Gefangenes aus Danzig. Chester, der Fischefinder, ist auch Fischkoch. Crunchy. Like chips. Der deutsche Auszubildende darf mal probieren. Like Fisch mit Salt. Schmeckt nach Fisch. Mutprobe bestanden und ein Fisch genügt. Die Schwedenfähre. Noch eine Stunde bis Kiel. Leroy hat Netz. Wart ihr in der Kirche? Wart ihr nicht mit? Achso. Ja. Wo wart ihr denn jetzt essen? Ein Familienfest verpasst. Mal wieder. Meine beiden Cousinen hatten heute Konfirmation. Da waren die heute hin. Eigentlich wollte ich dabei sein, aber es hat halt nicht funktioniert. Ja, ohne mich. Internet könnte jetzt auch klappen. Ich habe jetzt hier nur Spam-E-Mails bekommen. Bleibt mir nichts anderes als Fernsehen zu gucken. 18 Uhr hatte der schon zugemacht. Kurz nach 18 Uhr waren wir da, war ja schon zu. Hat das wohl nicht mehr nötig, ich weiß nicht. Achtung! Ja, kann ich dir gleich sagen, die Zeiten. Drin waren wir um 18.12 Uhr und 18.42 Uhr raus. Hast du was gekriegt in den Kiosk? War schon zu. Ja, super. Aber hast Bewegung gekriegt, das ist gut. Alles klar. Jo. Die Hennecke Rambo dreht jetzt auf.
22 Stunden sind es bis Danzig. Nach den vielen Lotsen und Steuerern hat Ingo Drewes die Brücke jetzt für sich allein. Ja, so. Also. Jetzt lassen wir die letzten 20 Minuten ruhig ausklingen. Ist das gut? Jeden Morgen um 8 ist auf der Brücke Arbeitsbesprechung. Der erste Offizier sagt dem Bootsmann von den Philippinen, was zu tun ist. Draußen malen, bei dem Wetter, das kann der Bootsmann verhindern. Auf der Brücke wird noch diskutiert, unten mit der Mannschaft nicht mehr. Deutsche Schiffsleitung, russische Offiziere, philippinische Crew. 14 Mann Besatzung. Einer davon, Leroy Bentley, der Auszubildende, schon wetterfest. Zu früh umgezogen. Staubsaugen ist nicht gerade der Job, der einen voranbringt als angehender Schiffsmechaniker im zweiten Lehrjahr. Leroy hat einen amerikanischen Vater, ist aber ein Bremerhavener Junge und für 3 Monate auf der Hennecke Rambo. Der bringt nichts. Der zieht keine Leistung. Nach dem Staubsaugen dann doch zu den anderen, die unter den Containern Schweißarbeiten machen. Hoffentlich hat der Bootsmann jetzt bessere Arbeit. You don't have helmet, den Helm vergessen. Wieder zurück. Ein Anfängerfehler. Auf der Brücke tauscht der Maschinist die alten Wischblätter gegen LKW-Blätter. Der Kapitän hat es gerne streifenfrei. So, mal ausprobieren. Ja, die sehen gewaltig aus. Im Gegensatz zu der, ne? Wunderbar. Ja. Ergebnis ist da, oder nicht? Siehst du? Kein Bild, kein Ton, kommt schon. Das gut funktioniert, ja. Wow. Nö, das geht. Das kann man more rice, more power. Mittagspause. Es ist Freitag und es gibt Fisch. An jedem Freitag macht der Koch Fisch, sagt der Bootsmann. Keine Ahnung warum, aber so ist es, seit ich in Deutschland bin. Leroy möchte keine Muscheln. Eigene Ernte aus dem Hafen in Rotterdam. Leroy bleibt bei Scholle mit Bratkartoffeln. Alles klar, Leroy? Ja, bei dir? Alles wunderbar. Das Beste heben sie sich für den Schluss auf. Fischkopf, eine Delikatesse auf den Philippinen. Die Schiffsleitung ist getrennt in der Offiziersmesse. Ich habe ganz normale LKW-Fischblätter. Ja. Die werden sie überall kaufen können. Ja, also die Lütten ja auch. Ja, die großen, ja, das ist nicht zu übersehen. Die sind ja für den Posten, wenn ich mal sehe. Ja, die kleinen sind auch viel besser. Ja. Das Thema Scheibenwischer ist noch nicht vom Tisch. Bis zur Rente halten. Dann kann mein Kollege sich damit amüsieren. Ja, auch. Seit 40 Jahren ist Hein Maschinist. Zuerst jahrelang in der Hochseefischerei. Das war schwer, einen Job auf dem Frachter zu bekommen, wenn man aus der Fischerei kam. Obwohl wir bessere Kenntnisse haben, als die auf dem Frachter gelernt hatten. Unsere Anlagen waren ja wesentlich umfangreicher in der Fischerei, von der Maschine her. Aber die Fischerei hatte so ein Klischee an sich, die sind in Seestiefel in die Kneipe gegangen und sind aus der Kneipe mit Seestiefel wieder an Bord gegangen. Ich bin durch Hamburg gefahren mit meinem Onkel damals noch hier und bei Döhle und überall wollte ich ja da nirgendwo was zu kriegen. Irgendwann dann doch. Erst Stückgut und dann, wie die meisten, Container. Das erste Mal, 2000 glaube ich, wo ich nur Container gefahren habe. Bus. Heute, die ganzen Containerhäfen sind alle so weit raus, es kümmert sich keiner. Beste Beispiel ist Rotterdam. Da sind wir 60 Kilometer vom Schuss, von der Stadt weg. Wenn wir von außen, von dem Delta-Terminal mit dem Schiff reinfahren, das sind 2,5 Stunden bis in den Stadthafen mit dem Schiff. Ja, mit dem Auto ist man ja auch. Gute halbe Stunde ist man auch unterwegs. Kostet 80 Euro mit dem Taxi, glaube ich. Ja, wer will da noch reinfahren? Keiner. Freizeit muss man an Bord verbringen. Wie heißt das denn hier? Fährt der Abdruck. Spur. Das ist mal wieder ganz einfach. Ehefrau, Gemahlin, Gattin.
Verheiratet ist Hein seit 1988, aber zwei Drittel des Jahres muss er sich um Lisbeth kümmern. Ja, da passiert ja was unten. Ich bin ja nicht oben, ich fahre ja nicht als Kapitän oben auf der Brücke und gucke den ganzen Tag die Möwen in den Hintern. Ich muss was um mich haben, wo auch mal was ist oder was mal eine knifflige Aufgabe. Oder hat er oben sicherlich auch, aber wir haben ja nur eine Lisbeth da unten stehen. Als erster Maschinist löst Hein den zweiten ab, wenn der Hafen nicht mehr weit ist. Der Weichselarm voraus. Der polnische Lotse ist schon an Bord. Einfahrt Richtung Danzig. Herzstück des Hafens, die ehemalige Leninwerft. Neben ihr macht die Henneke Rambo fest. Diesmal hat Leroy an den Helm gedacht, aber trotzdem nur einen Job in der zweiten Reihe. Acht Stunden geplante Liegezeit. Erst löschen, dann laden. Außerdem hat der Maschinist einen Tankwagen bestellt. Treibstoffrückstände sollen entsorgt werden. Connection. Ja. Look at me. Aber es ist nicht klar, wie viele Tonnen. Drei Kubiktonnen. Ach, how much? Drei Kubiktonnen. Drei? Ja. Drei Kubik. Ja. Nur drei Kubiktonnen. Der Fahrer hatte auf mehr gehofft. Ab der vierten Tonne hätte er verdient. Die drei muss er trotzdem nehmen. Für die Henneke Rambo ein gutes Geschäft. Ja. Die Entsorgung von bis zu 3 Kubiktonnen ist umsonst in Polen. In Deutschland passt das was ja. Aber hier nicht. Hier hat man eine bestimmte Menge frei. In jedem Hafen. Der Umschlag verzögert sich. Aus 8 sollen jetzt 10 Stunden Liegezeit werden. Der Auszubildende hat Gangway-Wache. Matrose Chester hat frei und wie in jedem Hafen geguckt, was denn so im Seekasten hängen geblieben ist, durch den die Henneke Rambo ihr Kühlwasser ansaugt. Bisschen klein, oder? Will er die essen? Zuerst will er sie ausnehmen. Selbst gefangen? Nicht ganz. Selbst aus dem Sieb geholt, das vor dem Seekasten montiert ist. Der Umschlag verzögert sich weiter. Erst nach 12 Stunden soll abgelegt werden. Die Schiffsleitung hat Zeit für einen Landgang. Das erste Mal seit Jahren. Der Fisch kann trocknen in dieser Zeit. Eine Proviantergänzung. Und die Möwen abhalten, das macht die Gangway-Wache. Kapitän und Chief wollen nach Danzig-Zentrum. Hier muss aber auch Offroad-Reifen haben. Ne? Ja. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Smalltalk über Offroad-Reifen. Ja. Sie sollen noch lauter sein, ne? Noch lauter? Ja. Haben wir nie gesagt. Das ist Käse. Ja. Ja, Warschau steht schon dran, immer geradeaus. Ja. Ja, liegt auf dem Weg. Außer Sightseeing haben die beiden einen Auftrag. Sie brauchen eine Computermaus. Und dafür zuerst polnische Slotty. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt so eine Stelle, weil du bist hier zur Hauptsitzzeit hier. Da ist noch eine Wechselstube, mal sehen. Konto, da ist auch noch, ja. Ein Geldautomat geht auch. 100, Betrag 100. So. Eine Computermaus möchten wir. Ja. Was haben Sie da? Mit ja, USB-Anschluss. Ja. Online. Oh. Also wir kriegen ihn auch wieder. Lassen, Mose, Optikmause, der Best. Ja, ja. Wir haben uns schon entschieden, wir nehmen die. So. Faktura? Ja. Ja. Natürlich mit Quittung. Und zwar auf die richtige Adresse. Auf den Namen ist das Rambo, ne? Ja. Rambo. Okay, Straße. Ach du Scheiße. Schulpad. Schulpad. Schul. Ja. Was haben wir denn jetzt da? So, ich hab's noch gar nicht mehr. Scheiße, jetzt hab ich missgemerkt. Danke. Ja. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bye. Du nimmst das aus der Schiffskasse, oder? Ja, ja, klar, logisch. Ich bin gesagt, die Hälfte schreibt mir den Rechnungsstoß rein und fertig ist. Die Henneke Rambo ist inzwischen beladen. Leroy Bentley war nicht an Land. Nichts, was mich jetzt so interessieren würde.
Kann man so löschen. Dann lieber den Film gucken, zu dem Jan eingeladen hat. Ein Offiziersanwärter, der auch nur einige Monate an Bord ist. Wenn du das trinken willst, hast du Bescheid. Ich scheu. Oder Fanta und so. Es gibt keinen Zufall. Kein Schicksal. Keine Fügung. Es gibt nur, was du dir nimmst von der Welt. Letzte Runde in der Maschine, bevor der Ablöser kommt. Die Lisbeth muss jetzt 6 Wochen ohne den Chief klarkommen. Mit guter Wartung kann ein Containerschiff 30, 40 Jahre alt werden. Heinz' erstes Schiff fährt immer noch. Das ist das Fangfabrikschiff Kiel. Dies ist ein neueres Foto. Da steht schon DFFU dran, Deutsche Fischfangunion. Hier auf dieser Seite war meine Kammer. Die Hennecke Rambo macht Licht an vor der Schleuseneinfahrt. Der deutsche Lotse ist wieder an Bord, wieder ist der Kanal nah. Wieder das Nadelöhr. Kiel-Holtenau, neue Schleuse Nord. So, dann wünsche ich dir was. Ein, hau rein. Verabschiede mich, ja. Fahre nicht ins Spiel. Grüß deine Frau. Ja, mach ich. Alles klar. Seit dem letzten Schleusenbesuch hat der Chief 800 Seemeilen zurückgelegt. Und der Kiosk hat schon wieder zu. Egal. In den nächsten 6 Wochen kauft Hein seine Zeitung in Cuxhaven. Die Hennecke Rambo muss weiter. Brunsbüttel, dann Hamburg und 2 Tage später wieder Danzig. Zu Hause in Cuxhaven. Wenn Hein etwas besorgen muss, macht er gerne einen kleinen Umweg durch den Hafen. Im neuen Fischereihafen ist er damals eingestiegen, in die Kiel, 1976. Früher lagen die in Päckchen hier, zu zweit und zu dritt, nebeneinander. Hier war richtig Leben. Ganz Cuxhaven hat von der Fischerei gelebt. Die Zulieferbetriebe, alles was drum, Reparaturbetriebe, alles, Schiffsausrüstung. Und das war eine Einheit. Das ist heute nicht mehr. Heute fahren sogar Krabbenkutter in den Hochseehafen. Die waren im alten Fischereihafen. Und dann gab es auch noch einen kleinen Kutterhafen, gab es noch extra, wo die ganzen Krabbenkutter lagen damals. Das Gemorchel hat hier früher noch nicht gelegen. Fehlen noch die Besorgungen. Ein Kilo Krabben möchte ich gern. Was kosten die heute? 7 Euro. Wunderbar. Mhm. Frisch wie immer? Ja. 1 Kilo ungepult. 3 Monate war Renate jetzt allein zu Hause. Sind auch gut sortiert heute. Genau, eine kaputt. Mach nichts. Das war nicht doof. Eine ins Töpfchen, die andere ins Kröpfchen. Am Hafen, da haben wir mit einer ganzen Gruppe haben wir Krabben gepult. Und wer am ersten oder am schnellsten war, der kriegte einen Orden und eine Urkunde. Ja, und das war ich. Den Krabbenpuller-Orden. Krabbenpuller-Orden, ja. Ich weiß auch nicht, wo der gesehen hat. Den hat bestimmt weggeschmissen. Seine Lehre hatte Hein noch an Land gemacht. Dann begann die Fahrt mit der Fischerei, die späten 70er. Monate auf See, Tage an Land. Hein zog es in die Gastwirtschaft zur sauren Ecke, schon wegen der charmanten Bedienung. Dann haben wir uns dann immer nett unterhalten. So, und dann hat er erzählt, dass er rausfährt. Dann habe ich ihm die Schreicherzachtel mit meinem Namen draufgegeben. Und so hatte ich die Adresse? Und so hatte er die Adresse, ja. Und zu Weihnachten habe ich dann gedacht, schickst mal ein Telegramm. Bringst dich mal wieder in Erinnerung. Ich wusste ja, dass ich im März nach Hause komme irgendwann. Ja. Und im März haben wir uns dann getroffen. Und seitdem sind wir zusammen. Mhm. 13. März. Zusammen, das heißt für Hein und Renate 4 Monate im Jahr. Dann bringe ich ihn weg und dann komme ich hier nach Hause und dann ist das alles tot. Still, leise. Gemeinsame Kinder haben die beiden nicht. Das ist mein Herbert. Den habe ich selber gemacht. Das habe ich immer alles nur gemacht, wenn er auf See war. Mein Schnuffi. Das zweite Frühstück. Die haben wir neu, die Pfanne. Das ist eine, sag mal, Keramikpfanne. Gerade erworben, am Sonntag auf dem Fischmarkt. Krabben. Mindestens einmal die Woche. Super.
und vor wichtigen Terminen immer mit Spiegelei. Heute wird in Cuxhaven angestrandet. Es ist 1. Mai.